ஓம் சாய்ராம். ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதா கேபிட்டல் ஃபின்சிக். தி கெசிஸ்டன் ஃபோன் காக்கா சாஹிப் திக்ஸிட் ஸ்ரீ தெம்பேயி சுவாமி பலராம் துராந்தா. தஸ் கேபிட்டல் ஃபின்சிக் தே ஒகினால் சச்சரிதா ஊத இம் கேபிட்டல் நாய்னு த்ரைசிஷ் அவுஃப் கினோமன் த எஸ்இஷ் மித்தேம் செல்வன் தீமா பெஃபாஸ்ட் நுன் வித் ஹியர் தஸ் கேபிட்டல் ஐனன் ஃபின்சிஷ் அல்ஸ் கேபிட்டல் ஃபின்சிக் பெஹாண்டல்ட் காக்கா சாஹிப் திக்ஸிட். Herr Hari Sitaram alias Kaka Sahib Dixit wurde 1864 in einer Brahmanenfamilie in Khandwa geboren. Seine Grundschulausbildung erhielt er in Khandwa, Hinkangat und seine höhere Schulbildung in Nagpur. Sein Studium absolvierte er in Bombay, zuerst am Wilson College und dann am Elphinstone College. Nach seinem Universitätsabschluss im Jahre 1883 bestand er LLB und Rechtsanwaltsexamen. Danach arbeitete er im Büro der Regierungsanwälte Little und Co. und eröffnete später seine eigene Rechtsanwaltspraxis. Vor 1909 war Kaka Sahib der Name Sai Babas nicht bekannt, aber später wurde er gute Devotee von ihm. Während er in Lonavala war, traf er seinen alten Freund Nana Sahib Chandarka wieder. Beide verbrachten einige Zeit miteinander und sprachen über viele Dinge. Kaka Sahib beschrieb ihm, wie er einen Unfall erlitt, als er in London einen Zug bestieg. Er rutschte aus und verletzte sich am Fuß. Hunderte von Heilmitteln brachte keine Besserung. Nana Sahib erzählte ihm daraufhin, dass er zu seinem Sadguru Sai Baba gehen solle, wenn er Schmerzen und Lahmheit in seinem Bein loswerden wolle. Er erzählte ihm auch alle Einzelheiten über Baba und erwähnte dessen Ausspruch. Ich sehe meinen Mann auch von weit her an mich, selbst von jenseits der sieben Meere wie einen Spatzen, dem ein Bart an den Füßen befestigt wurde. Ebenso machte er ihm klar, dass er nicht von ihm angezogen sein würde und auch nicht seinen Darshan bekäme, wenn er nicht Babas Mann sei. Kaka Sahib freute sich, all dieses zu hören und sagte zu Nana Sahib, dass er zu Baba gehen, ihn sehen und zu ihm beten wolle, nicht unbedingt, um sein lahmes Bein zu heilen, sondern um sein lahmes und unbeständiges Gemüt zu bessern und ihm ewige Glückseligkeit zu geben. Einige Zeit später fuhr Kaka Sahib nach Ahmednagar, um Stimmen für einen Sitz im Bombay Legislative Council zu gewinnen und wohnte bei Sidhar Kaka Sahib Mirika. Herr Bala Sahib Mirika, der Sohn von Kaka Sahib Mirika, der Finanzbeamter in Koperegon war, kam zu dieser Zeit ebenfalls nach Ahmednagar und zwar wegen einer Pferdeausstellung. Die beiden Mirikas, Vater und Sohn, machten sich zu Hause Gedanken darüber, welche passende und geeignete Person man ihm als Führer mitgeben sollte. In Shirdi arrangierte Baba bereits alles für seinen Empfang. Shama erhielt ein Telegramm von seinem Schwiegervater aus Ahmednagar, in dem es hieß, dass seine Frau ernsthaft erkrankt sei und dass er mit seiner Frau kommen solle, um sie zu besuchen. Mit Babas Erlaubnis fuhr Shama zu seinen Schwiegereltern und sah, dass es seiner Schwiegermutter bereits besser ging. Nana Sahib Panche und Appa Sahib Kadra trafen Shama auf ihrem Weg zur Ausstellung und sagten ihm, er solle zu Mirikas Haus gehen, dort Kaka Sahib Dixit treffen und ihn mit nach Shirdi nehmen. Kaka Sahib Dixit und Mirikas wurden auch über Shamas Ankunft informiert. Am Abend kam Shama bei den Mirikas an, die ihn dann mit Kaka Sahib bekannt machten. Sie vereinbarte, dass Shama und Kaka Sahib mit dem Nachtzug um 22 Uhr nach Koperegon reisen sollten. Dann geschah etwas Eigenartiges. Bala Sahib Mirika schob den Vorhang vor Babas großem Porträt beiseite und zeigte es Kaka Sahib. Kaka Sahib staunte, dass er den in Shirdi treffen wollte, schon in der Form seines Porträts zugegen war, um ihn in diesem Augenblick zu begrüßen.
our teeth be waked and feel air footed for them forthright meter. Thus built, Kehert Mega. Eswat in Merica su reparatua geschickt worden, weil das Glas zerbrochen war. Die nötigen Reparaturen waren bereits ausgeführt und man beschloss, das Porträt muss Kaka Sahib und Shama zurückzusenden. Sie gingen vor 22 Uhr zum Bahnhof und buchten ihre Reise, doch als der Zug kam, war die zweite Klasse überfüllt und es gab keinen Platz mehr für sie. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Schaffner ein Bekannter von Kaka Sahib war und diese brachte sie in den ersten Klasse unter. So reisten sie bequem und stiegen in Koperegan aus. Ihre Freude war grenzenlos, als sie Nana Sahib Chandurka erblickten, der ebenfalls nach Shirdi reiste. Kaka Sahib und Nana Sahib umarmten einander. Nach einem Bad im heiligen Godavari-Fluss setzten sie ihre Reise nach Shirdi fort. Dort angekommen, erhielt Kaka Sahib Babas Darshan und sein Gemüt schmolz. Seine Augen waren mit Tränen gefüllt und er war außer sich vor Freude. Baba sagte zu ihm, dass er schon auf ihn gewartet und Shama geschickt habe, um ihn zu empfangen. Kaka Sahib verbrachte viele glückliche Jahre in Babas Gesellschaft. Er baute ein Haus in Shirdi, das er mehr oder weniger zu seinem ständigen Heim machte. Die Erlebnisse, die er mit Baba hatte, waren so vielfältig, dass es nicht möglich ist, sie alle hier wiederzugeben. Den Lesern wird empfohlen, eine Sonderausgabe des Sailila Magazine, Band 12, Nummer 6 bis 9 zu lesen. Wir schließen diese Aufzählung mit der Erwähnung von nur einer Tatsache. Baba hatte ihn getröstet, dass er ihn am Ende im Luftwagen holen werde, das heißt, ihm einen glücklichen Tod schenken werde. Das wurde wahr. Am 5. Juli 1926 reiste Kaka Sahib mit Hematmand im Zug. Sie sprachen eine Weile über Sai Baba und schwiegen dann. Kaka Sahib schien tief versunken in Sai Baba. Plötzlich warf er seinen Kopf auf Hematmands Schulter und tat ohne eine Spur von Schmerz oder Unbehagen seinen letzten Atemzug. Shri Tembehi Swami. Wir kommen zur nächsten Geschichte, die zeigt, wie Heilige einander mit brüderlicher Zuneigung lieben. Shri Vasudevanand Saraswati, bekannt als Shri Thembai Swami, schlug einmal eine Seite in Rajmahendri, Andhra Pradesh, am Ufer des Godavari-Flusses auf. Er war ein erhabener orthodoxer Anhänger des Gottes Dattatreya, ein Weiser und ein Yogi. Herr Pundelik Rao, Rechtsanwalt aus Nanded in Staat Nizam, besuchte ihn mit einigen Freunden. Während sie mit ihm sprachen, fielen beiläufig die Namen Shirdi und Sai Baba. Als er Babas Namen hörte, verneigte er sich mit gefalteten Händen. Er nahm eine Kokosnuss, gab sie Pundelik Rao und sagte zu ihm, gib sie meinem Bruder, sei als Opfergabe zusammen mit meinem Gruß und bitte ihn, mich nicht zu vergessen und mich immer zu lieben. Er fügte noch hinzu, dass sich Swamis üblicherweise nicht voreinander verneigen, aber in diesem Falle musste eine Ausnahme gemacht werden. Herr Pundelik Rao erklärte sich bereit, die Kokosnuss mitzunehmen und Baba seine Botschaft zu überbringen. Die Swami hatte recht, Baba einen Bruder zu nennen, denn so wie er in seiner orthodoxen Art Tag und Nacht ein heiliges Feuer unterhielt, ließ auch Baba immer sein Agnihotra in der Masjid brennen. Nach einem Monat reisten Pundelik Rao und andere mit der Kokosnuss nach Shirdi. Als sie Manmad erreichten, waren sie durstig und gingen an einen Bach, um Trinkwasser zu holen. Da Wasser nicht auf leeren Magen getrunken werden sollte, holten sie etwas Essbares, nämlich trockene gewürzte Reisflocken hervor, die sehr scharf waren. Um den Geschmack zu verfeinern, schlug jemand vor, eine Kokosnuss zu zerbrechen und die Kokosraspel unter die Reisflocken zu mischen. So machten sie es schmackhafter. Als sie sich Shirdi näherten, erinnerte sich Pundelik Rao an die ihm anvertraute Nuss und er stellte sich heraus, dass es genau diese Nuss gewesen war, die sie zerbrochen und gegessen hatten und es tat ihm sehr leid.
Sitten vor Angst erreichte er Shirdi und sah Baba. Baba hatte bereits eine ratlose Botschaft von Tembeid Swami bezüglich der Kokosnuss empfangen und fragte selbst nach dem, was sein Bruder ihm geschickt hatte. Pundelig Rao umklammerte Babas Füße, beichtete seine Schuld und Nachlässigkeit, bereute tief und bat Baba um Vergebung. Er bot eine andere Nuss als Ersatz an, Tisch Baba weigerte sich, sie anzunehmen und sagte, dass der Wert jener Kokosnuss bei weitem größer sei als der einer gewöhnlichen Nuss und dass sie durch keine andere zu ersetzen sei. Baba fügte noch hinzu, nun brauchst du dich nicht mehr um die Angelegenheit zu sorgen. Es geschah, weil ich es so wollte, dass dir die Kokosnuss anvertraut und schließlich unterwegs zerbrochen würde. Weshalb solltest du die Verantwortung der Taten auf dich nehmen? Befreie dich von dem Glauben der Handelnden zu sein, bei guten und schlechten Taten. Sei ganz und gar ohne Stolz und ohne Ego in allen Dingen. So wirst du schnell spirituelle Fortschritte machen. Welch eine wunderbare spirituelle Unterweisung Baba da gab. Balaram Duranda. Herr Balaram Duranda gehörte der Padare Prabhu Gemeinschaft von Santa Cruz, Bombay an. Er war Rechtsanwaltschaft am obersten Gerichtshof von Bombay. Außerdem war er eine Zeit lang Leiter der Schule für Rechtswissenschaften der Regierung in Bombay. Die ganze Duranda-Familie war fromm und religiös. Herr Balaram diente seiner Gemeinschaft und schrieb einen Bericht darüber, der auch veröffentlicht wurde. Dann widmete er seine Aufmerksamkeit spirituellen und religiösen Angelegenheiten. Er studierte sorgfältig die Gita und deren Jnanishwari-Kommentar sowie andere philosophische und metaphysische Werke. Er war ein Devotee Vitobas von Pandapur. Mit Sai Baba kam er 1912 in Kontakt. 6 Monate vorher kamen seine Brüder Bauli und Vaman Rao nach Shirdi und hatten Babas Darshan. Sie kehrten nach Hause zurück und erzählten Balaram und den anderen Familienmitgliedern von ihren süßen Erlebnissen. Daraufhin beschlossen alle, Baba zu besuchen. Bevor sie in Shirdi ankamen, erklärte Baba öffentlich, heute kommen viele meiner Darba-Leute. Die Duranda-Brüder waren erstaunt, als sie durch andere von dieser Bemerkung Babas hörten, denn sie hatten ihre Reise doch gar nicht vorher ankündigt. Die anderen Leute fielen ehrfurchtig vor Baba nieder, setzten sich dann und redeten mit ihm. Baba sagte ihnen, diese sind meine Darba-Leute, die ich zuvor erwähnte, und zu den Duranda-Brüdern gewandt. Wir kennen uns schon seit 60 Generationen. Die Brüder waren demütig und bescheiden, standen mit aneinanderliegenden Händen da und starrten auf Babas Füße. Alle sattlichen Gefühle wie Freudentränen, Haare zu Bergen stehen, Kloß im Hals und so weiter, bewegten sie und alle waren glücklich. Dann gingen sie zu ihrer Unterkunft, aßen, legten sie kurze Ruhepause ein und begaben sich wieder zur Masjid. Balaram setzte sich zu Baba und massierte seine Beine. Baba, der seine Pfeife rauchte, gab sie ihm und bedeutete ihm, sie auch zu rauchen. Balaram war das Rauchen nicht gewöhnt, dennoch nahm er die Pfeife, rauchte sie mit größter Schwierigkeit und gab sie mit einer ehrfürchtigen Verneigung zurück. Es war ein ganz besonderer Augenblick für Balaram. Er litt seit 6 Jahren an Asthma und dieses Rauchen heilte ihn vollkommen von der Krankheit, die ihn nie mehr quälte. Etwa 6 Jahre später hatte er jedoch an einem bestimmten Tag wieder einen Asthmaanfall. Es war genau zu dieser Zeit, als Baba in Mahasamadhi ging. Der Tag dieses Besuches war ein Donnerstag und die Duranda-Brüder hatten das große Glück, am Abend die Chavadi-Prozession zu erleben. Während der Arati-Zeremonie in Chavadi sah Balaram das Strahlen von Pandurang auf Babas Gesicht und am nächsten Morgen zur Arati-Zeit das gleiche Phänomenon. Wieder erschien das gleiche Strahlen seiner geliebten Gottheit Pandurang auf Babas Antlitz. Herr Balaram Duranda schrieb in der Marathi-Sprache über das Leben des heiligen Tukaram aus Maharashtra.
Die veröffentlichung des Werkes erlebte er allerdings nicht mehr. Es wurde später im Jahre 1928 durch seine Brüder herausgegeben. In einer kurzen Beschreibung über Balarams Leben zu Beginn des Buches wurde Balarams oben erwähnter Besuch voll und ganz bestätigt. Verneige dich vor Shri Sai, Friede sei mit allen.